Das hatte ich jetzt schon gerade angedeutet. Möglich ist nämlich im Bereich der mehrdimensionalen Arrays in Java durch die Realisierung als Array von Arrays, dass die Anzahl an Elementen pro Dimension unterschiedlich ist. Ich kann nämlich Folgendes machen. Ich kann hinschreiben in Java double Matrix, zweidimensional, new double 2. Ja, und hier lasse ich den Int-Ausdruck weg. Was dann gemacht wird, ist, dass im Prinzip nur dieser Speicherbereich angelegt wird. Und es wird noch nicht angelegt, Speicherbereich, der hier hinten mal angedeutet ist. Was ich dann machen kann, nämlich ist, dass ich schreibe Matrix von 0 gleich new double von 4. Das heißt, hier wird ein Array mit 4 Elementen angelegt und Matrix von 0 die Adresse zugewiesen. Und Matrix von 1 gleich new double von 3, dann wird entsprechend hier ein Array der Länge 3 angelegt und die Adresse Matrix von 1 zugewiesen. Ja, und jetzt durchlaufe ich wieder die Wertebereiche und weise Z plus S in diesem Fall zu. Und jetzt ist es ganz wichtig, an dieser Stelle dieses Attribut Matrix Set von Length zu verwenden. Matrix von Length ist jetzt 0 und 1 ist 2. Das sind zwei Elemente. Für Z gleich 0 ist Matrix von Z, also Matrix von 0, zeigt hier drauf, Punkt Length ist 4. Also wird in diesem Fall hier durchlaufen der Wertebereich von 0 bis 3. Wenn ich mich jetzt aber in dem zweiten Durchlauf der äußeren Schleife befinde, dann habe ich den Fall, Z ist jetzt gleich 1, Matrix von Z, Matrix von 1, Punkt Längs, da ist aber die Länge nur 3. Das heißt, in diesem Fall wird durchlaufen der Wertebereich von 0 bis 2. Und entsprechend erfolgt dann die Zuweisung des hier berechneten Wertes.